Von den Internationalen zu den heimischen Promis. Und die feiern ja zurzeit den Fasching ganz groß bei einem der traditionsreichsten Bälle im Land. Nämlich bei der Rudolfiner Redoute haben sie sich gestern alle versammelt und nicht nur den Fasching-Höhepunkt gefeiert, sondern auch das 120-Jahr-Jubiläum. Ja, und die Damen, die waren, wie das dort so üblich ist, maskiert. Sie waren sehr tanzfreudig. Die Männer, die durften dann später erst sie auffordern zum Tanz. Am Anfang dürfen das immer die Damen. Wir waren nicht verkleidet, aber mittendrin. Ich habe Senk-, Spreiz-, Plattfüße. Und links sind sie beide. Was soll man da machen? Ich tanze wahnsinnig gerne und ich werde auf alle Fälle versuchen, das Tanzbein zu schwingen. Ich habe schon eine rauschende Ballzeit hinter mir. Ich habe schon auf ein paar Parketten getanzt. Die Wiener Hofburg gestern Abend. Zum Abschluss der Faschingssaison fand wie jeden Rosenmontag die Rudolfiner Redoute statt. Ein nicht alltäglicher Maskenball. Ich sag immer, es ist ein gesellschaftliches Ereignis, wo man entweder tanzen kann, aber auch essen und trinken kann. Weil viele sagen dann, ich will gar nicht tanzen, aber den anderen zuschauen würde ich gern. Und da eignet sich ein Ball ganz genauso gut. Lauter viele komische Leute in Schwarz-Weiß. Damen mit Masken, wie man heute sieht, aber es ist was Wunderschönes. Es ist, ich würde es beschreiben als Tradition und Tradition ist etwas, was wir uns bewahren müssen. Die Rudolfiner ist eine katholische Studentenverbindung, die 1898 gegründet wurde und ein Jahr später war die erste Ballveranstaltung dieser Verbindung. Noch keine Rudolfiner Redoute, aber schon ein kleines, feines Fest. Und dessen besinnen wir uns heuer. Ich würde sagen, Wien ist nicht nur eine Tanzstadt, Wien ist die Tanzstadt der Welt, weil daher kommt der Gesellschaftstanz. Es hat alles angefangen mit dem Wiener Walzer zum Wiener Kongress. Und das war quasi der allererste Standardtanz, den wir kennen. Und erst dadurch hat sich diese Ballsaalkultur entwickelt. Die Rudolfiner Redoute ist ein Maskenball. Aber maskieren dürfen sich auf diesem Ball nur die Frauen. Und auch das nur zeitbegrenzt. Ansonsten hat der Ball alles, was auch die anderen Bälle haben. Eröffnung inklusive. Die Damen, unter Anführungszeichen, müssen nur bis Mitternacht die Maske tragen. Um Mitternacht, traditionell zur Fledermausquadrille, fallen dann die Masken. Bis dahin gibt es auch Damenwahl und danach ist dann Gleichberechtigung, Damen- und Herrenwahl. Einmal im Jahr oder zweimal im Jahr freue ich mich auch, meine Faschingsverkleidung auspacken zu dürfen. Ich glaube, dass die meisten Menschen Masken tragen und es wäre schön, wenn es hier bewusst ist und draußen in der Welt nur bedingt stattfindet, sagen wir so. Man kann sich so nur vorstellen, was für eine Schönheit hinter einer Maske sich verstecken kann. Ja. Das finde ich absolut spannend. Ja. Man muss das öfter machen. Man fühlt sich schon ein bisschen versteckt hinter der Maske, muss man schon zugeben. So ein bisschen, ja, versteckt. Ja, die Maske wäre auch nicht so schlecht gewesen, finde ich. So eine kleine schwarze Maske hätte auch den Männern gut gestanden. Also ich bin die einzige Frau heute, die einen Suspense bekommen hat, dass sie keine Maske tragen muss, weil ich auf der Bühne stehe und moderiere. Ich finde das eigentlich ganz reizvoll. Ich glaube, das hat was, dass die Damen erst zu Mitternacht ihre Maske lüften. Obwohl es wäre schon ganz interessant, wenn auch die Herren sich teilweise ein bisschen bedecken und dann um 12 Uhr quasi die Masken fallen lassen. Apropos Fallen. Bis 0 Uhr herrschte ja Damenwahl. Da zeigte sich, wer tatsächlich ein begnadeter Tänzer ist und wer mit Recht durchfiel. Ich bin wirklich nur wegen der Göttergattin da. Ich bin kein Ballfan, ich bin kein Tanzfan, ich bin ein Muffel, was Bälle betrifft, und zwar furchtbar. Ich tue wahnsinnig gern tanzen, aber allein. Das, sobald ich jemanden in der Hand habe, dann fühle ich mich nicht so wohl beim Tanzen. Ich habe heute schon 3 Tanzstunden Vormittag Training gemacht und 2 mit dem Ramesh. Also irgendwie habe ich Pferdesalbe eingerieben und ja, meine Knieschoner drauf. Also ich weiß nicht, wie lange es wird. Also es wird nicht bis in die Puppen gehen. Ich finde es mutig, mit einer gerissenen ehemaligen Achillessehne in diesem Getümmel zu tanzen, weil das ist tatsächlich, kann ein bisschen gefährlich sein. Aber der Martin ist hartes Viech. Der zieht das durch. Und tatsächlich finde ich das einfach gut, dass er so viel Freude am Tanzen hat. Ich glaube nicht, dass er was üben kann, was er ihm dann am Freitag in der Live-Show bringt. Aber es zeigt einfach nur, dass der Martin ein Mensch ist, der gern unter Leute ist. Er ist jemand, der gern sich auf einer Tanzfläche bewegt, ganz wurscht, was er macht. Und das sind alles Sachen, die recht positiv sind für das, was er die nächsten Wochen vorhat.
Wie lange der Neo-Dancing-Star getanzt hat, wissen wir nicht. Als wir gingen, war er noch am Tanzparkett.